Damit herzlich willkommen zurück bei OMSI auf der Karte Bad Kienzau in hier wunderschön zu sehen Citaro LEU. Den erkennt man übrigens an dieser zum Heck hin sehr stark steigenden Fensterlinie. Darin kann man eigentlich sehr sicher einen Citaro LE erkennen. Und ein Citaro LEU kann man an den Außenschwenktüren und an den etwas besseren, / angenehmeren Sitzen erkennen. Das nur so als kleines Nebenwissen nebenbei. So, diese Kurve war jetzt sehr ungünstig gefahren. Vielleicht kann ich es dann doch noch irgendwie retten. Das sieht gut aus. Nee, doch nicht. So, da hat jemand schon gedrückt wieder fürs nächste Ding ans nächste Haltestelle. Jetzt geht es wahrscheinlich nur nach Beiersberg rein. Der Rest wird wahrscheinlich ein bisschen städtisch sein. Bin natürlich mal wieder viel zu schnell gefahren. So. Hier sind es jetzt auch 50 aufgelöst. Ich kann noch mal so ein bisschen Gas geben, bevor es jetzt in die Stadt geht. So, und da werden wir wunderschönen Empfang gleich mal von ein paar Plattenbauten. Das ist ja toll. Sind tolle Aussichten. Aber hier ist ein schönes Flüsserl. Das ist ja doch ganz schön. Oh ja, ja, diese, das ist cool, diese Kreuzung. Ich bin hier einmal gefahren und ich liebe diese Kreuzung jetzt schon. Die Kreuzung ist geil. Vielleicht fahren hier auch Züge. Das würde ich gerne mal sehen. Ich habe auch keinen gesehen. Ich habe mich mal eine Viertelstunde hingestellt und hier ist kein Zug gekommen. Ich würde ihn gerne sehen. Was ich nicht gerne sehen würde, sind Leute, die durch Wartehäuser laufen. Das ist nicht so schön. Guck mal, jetzt hat der immer noch die Bremse angezogen, bis ich Gas gebe. Das ist cool. Sowas sollte es öfter geben. Das macht das Leben einfacher. Das macht das Leben echt viel einfacher. Und ich merke, ich bin die ganze Zeit zu früh. Ich könnte vielleicht mal die Zeit so gleich um 3 Minuten vorstellen. So, ich glaube, hier musste ich rechts lang. Glaube ich. Ansonsten habe ich genug Vorsprung, dass mir das auch nicht wehtäte, wenn ich mich verfahren hätte. Verfähre. Heißt es eigentlich. Es müsste eigentlich Verfähre heißen. Verfähre klingt aber so richtig dumm. Also nicht nur so ein bisschen wie Schwämme oder Kröche. Die Konjunktive von Schwimmen oder Kriechen sind, sondern so richtig dumm. Deutsch eben. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen. Aber Deutsch klinge ich immer dumm. Nur wenn es an lustige Konjunktive geht, dann klingt das manchmal ein bisschen dumm. Muss ich den noch weiter runterziehen? Ich sehe ja selber nichts mehr. Huch, ich glaube, jetzt habe ich mich verfahren. Ich habe mich verfahren. So, wo hätte ich denn lange musst, wo ich hätte nicht lang fahren sollen? Ach, ich hätte da rechts gemusst. Na gut. Okay. War jetzt auch nichts Todbringendes, hoffe ich mal. Wenden wir denn mal eben. Aber sowas meine ich jetzt zum Beispiel, da hätte man hier vielleicht so ein Kopfende hinmachen können und nicht einfach offen lassen können. Weil sie so eine kleine Wende haben und dann wäre das auch gewesen so. Auch wenn man da eigentlich nicht hin soll, hat man immerhin noch ein bisschen was, was man so erkunden kann. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, besonders bei realen Karten, dass man vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal sich die Umgebung ein bisschen genauer anguckt und kennenlernt und nicht nur stumpf da seine Linien fährt. Sondern womöglich sogar noch ein bisschen was über die Umgebung lernt. Und vielleicht, wenn man da selber ja wohnt, wie zum Beispiel bei der Karte Dobel und dem Jaja-Josh, dass man einfach bei sich zu Hause vorbeifahren kann. Wie geil ist das denn? Und sowas in der Art habe ich vor. Wie ich einfach bei mir zu Hause vorbeifahren kann. Vielleicht baue ich auch irgendwie Easter Eggs ein. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich will auf jeden Fall Easter Eggs. Eins habe ich schon.
Und zwar ist das ein weißer Van hinterm Edeka. Den sieht man so schnell nicht, aber bestimmt, vielleicht erzähle ich den irgendwann mal. So, Beiersberg-Birkenplatz. So, Beiersberg-Birkenplatz. Manfred will ein Ticket Einmal haben. normal, bitte, danke. Einmal Manfred will ein Ticket normal. haben. Beiersberg-Brückenplatz. Sind noch 1, 2, 3. Drei Haltestellen noch zu fahren. Drei Haltestellen sind noch verbleibend. Die werde ich wohl locker in ein paar Minuten, die diese Folge noch haben wird, schaffen. Sei denn irgendwas Tragisches passiert. So, ich verfahre mich sehr stark. Macht man das eigentlich, dass man das, nein, dass man auf Pflasterstein wirklich Pfeile setzt? Ich wollte eigentlich gucken, ob der, ja, das sieht einigermaßen gut aus. Ich wollte nur mal eben prüfen, ob der Mapbauer hier ordentlich gearbeitet hat. Wie soll man eigentlich um diese Kurve rumkommen, ohne auf dem Bürgersteig aufzusetzen? Wahrscheinlich, wenn man klüger angegangen wäre. So, hier muss ich lang. Rechts. So, da sitzt ein Rüdiger. Ich nenne die Dinger, Dinger, Entschuldigung, die Leute immer Rüdiger. Irgendwie, ich finde, das passt zu denen. Die sind so ein richtiger Rüdiger. Vielleicht kommt diese Analogie von Antonio Rüdiger, der wahrscheinlich auch so ein bisschen aussieht. Vielleicht aber auch nicht. So, Haltewunsch. Hat er eigentlich auch. Ja, doch. Nee, hat er nicht. Ich dachte, der hat einen Zielmonitor. Kurve viel zu eng. Doofkopf. Und hier geht's rechts um diese Vergessensel vorbei. Vorbei. Okay. Ist auch die 30er-Zone wieder zu Ende. Die wollen alle hier mit, dass der Bus noch voller wird. Einmal, ein einziges Mal hatte ich es bisher, dass ein Bus voll geworden ist. Ich glaube, das war sogar auf Video. Das war auf der Karte Eppstein und das. Ich weiß nicht mehr genau, welche Linie das war. Es waren doch nur drei, es sahen noch viel mehr aus. Oh, das. Ich glaube, die Linie war aber mit dem O405 gefahren. Entweder der G oder der Nicht-G. Was eigentlich irgendwie logisch ist. Ist die hintere Tür? Oder die hintere. Sah gerade so aus, als wäre die hintere Tür nicht zu. So, das sieht mir nach Beiersberg aus. Verdächtig. So, ich kann fahren. So, hier ist eine rote. Ach, die Ampel wird grün. Das ist ja schön. Dieses Schön, weißt du? So, hier geht es dann rechts entlang. 30S würde ich auch gerne fahren. Diese Schnellbusse. Stöckelbrunn. Vielleicht fahre ich auch mal einen Schnellbus mit dem S313 und fahre nur einmal den G-Express. G-Express muss ich auch mal einen Doppeldecker fahren oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch lustig. Wäre sehr lustig. Moment. Erstmal gucken, wie voll wird. Der Bus war echt voll. Okay, jetzt könnt ihr aufstehen. Und vielleicht eure Arme aus dem Fenster nehmen. Ach so, das war's noch gar nicht. Huch. nach links muss ich. Da muss ich echt nach links? Das kommt mir komisch vor. Okay, da ist Ende. Also A werde ich wahrscheinlich so nach links und dann wieder nach rechts. Also sozusagen auf diese Straße nur.
So. Er kommt gerade nicht. Muss auch noch kurz bremsen. Jetzt kommt er wieder. Ist er wieder quick lebendig. Es ist 15.09 Uhr. Dann bin ich sehr gut in der Zeit, würde ich sagen. Moment, das war jetzt der Gewerbepark. Ja, okay, jetzt kommt nur noch Hauptbahnhof. Schrägstrich HBF. Das ist ein wunderschöner roter T3. Das war übrigens einer der Mitgründe, warum ich mir dieses Spiel gekauft habe. Hier gibt es viele T3s. Und ich liebe T3s. Oh, was ist hier denn los? So much Oberleitungsgeflimmer. Richtig was los. Oh, hier geht's rechts. Sieht interessant aus. Rum. Okay, das sieht sehr interessant aus. Mit dem Gelenkbus wird man wahrscheinlich hier nicht einwandfrei hochkommen. Genauso wie mit einem 15 Meter Solo-Bus. Oder mit einem Bus mit Wandler. Aber der kommt hier hoch. Locker easy. Jetzt gibt es hier eine Überführung. Das ist schon ein großer Bahnhof. Aber das hier, diese Überführung war gerade verdammt cool. Ah, hier muss ich ja nicht nach links gucken. Hier ist nur einer, glaube ich. Hoffe ich. Diesen Bahnhof, den gucke ich mir gleich mal genauer an. Auch das mit diesen nach unten versetzten Haltestellen, das ist auch pretty cool. Also jetzt müssten eigentlich alle aussteigen. Huch. Gamepad auf den Tisch geschlagen. Ja, jetzt steigen alle aus. In der Zeit gucke ich mir den Bahnhof nochmal an. Drei Gleise. Also sechs Gleise. Kein Bahnsteig. Das ist revolutionär eigentlich. Eine Rolltreppe bewegt sich sogar. Hier, das ist echt. Das ist cool. Das ist revolutionär. Das. Dieser Bahnhof keine Bahnsteig hat. Das finde ich bemerkenswert. Okay, ich glaube. Zur Endhaltestelle bzw. zur Pausehaltestelle würde ich dann doch noch gerne fahren. Frage ist nur, geht's hier links oder rechts? Links oder rechts? Im Zweifelsfalle. Okay, ich hätte jetzt. Oh, guck mal, hier steht die Nervenklink. Da stand die Nervenklink Spandau. Nee, gerade nicht. Nervenklink. Okay. Ich weiß nicht, ob das im Original auch diesen dezenten orthografische Mistbildung gibt. Aber hier müsste gleich die Route eigentlich zu Ende sein. Hier vorne. Ja. Hier ist gut da. So, das war's. Ja, okay, hier war ich ein bisschen zu früh, das habe ich aber selber bemerkt. Kaiser Ludwig Schul. Fichtenkogler Tränke Triple B. Das klingt nach irgendwie einem schlechten Rapper, Triple B. Also Fichtenkogler Tränke Triple B. Yeah. Okay. Verdammt lange Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.